So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das erste sollte das Thumbnail sein und jetzt möchte ich euch mal präsentieren, was wir hier schon wieder alles für Kartons haben, Unboxing, was ist da bestellt, was ist da drin und welche Probleme gab es schon wieder. Da kann ich euch gleich eine Geschichte erzählen. Erstmal machen wir das hier ein bisschen zur Seite, bisschen aufräumen. Jetzt muss ich nämlich erstmal gucken, was überhaupt ist. Aber das erste ist schon das Beste. Denn ihr wisst, ich habe mir vor einiger Zeit die Saw-Box bestellt. Ich habe von der Filmreihe Saw, The Saw, die Sau, ja, man kennt es. Da habe ich damals eine Box gehabt mit den ersten paar Teilen drin. Dann gab es nochmal eine neue Box, dann gab es wieder eine neue Box. Und jetzt gab es eine Jubiläumsbox, wo alle Teile drin waren. Und die war so fett und so genial, die habe ich mir bestellt. Habe die hier mal ausgepackt in einem Unboxing-Video. Dann lese ich überall, die ist geschnitten. Da fehlen 5 Minuten bei jedem Film. Das kannst du nicht machen, nicht bei einem Film wie Saw. Also habe ich mich umgeschaut. Es gibt eine Saw Uncut Jubiläumsbox. Also wieso bin ich nicht gleich auf die Idee gekommen, bei Beyond Media zu bestellen in Österreich, wo ich sonst auch immer alle Filme bestellt habe, wenn ich mal was wollte. Da ist sowieso alles Uncut, weil es ja Österreich ist. Jetzt habe ich die bestellt, habe die bezahlt. Irgendwann habe ich eine Mail bekommen, das Paket wurde zugestellt von DBD, ist ab 18 gewesen, musstest du unterschreiben, es hat keiner geklingelt, es hat keiner unterschrieben, aber angeblich wurde es zugestellt, keiner wusste wohin, was damit ist, also angerufen, Fall eröffnet bei PayPal, komplett ausgerastet und dann sagen die, ja, da stand so drin, wir wussten das nicht, wir schicken dir einfach Ersatz und wir klären das mit DBD, wir gucken, was passiert ist. DBD, zweiter Versuch. Schicken das Paket, stellen es zu, erfolgreich zugestellt, alles kein Problem. Ich rufe wieder an bei DBD auch, die sagen, ja, da steht zugestellt, das haben sie wohl unterschrieben. Ich habe gesagt, hä, ich habe gar nichts unterschrieben, ich habe nicht mal jemanden gehabt, mir hat niemand was gegeben, wo ist das Paket? Wo ist das Paket? Es kann nicht sein, dass zweimal dasselbe Paket, was schon das Ersatzpaket dann war, bei DBD verschwindet. Das ist DBD. Mittlerweile ist es dann irgendwo bei irgendeinem Nachbarn aufgetaucht, der das einfach im Hausflur hat liegen sehen und hat es dann an sich genommen und hat das dann zugestellt. Und das ist DBD. Hätten sie wenigstens einen Zettel reingemacht, das Paket wurde beim Nachbarn XY hinterlassen, wäre ja wieder was anderes. Aber es wurde ja nicht beim Nachbarn hinterlassen. Es wurde einfach irgendwo in den Hausflur gelegt, vor die Haustür oder so. Ohne zu klingeln, ohne Schein, ohne irgendwas, ohne hin und her. Aber die Geschichten kennt man. Jetzt habe ich, um zu gucken, ob das wirklich das ist, das letztens aber schon mal aufgemacht und habe gesehen, hier in dem Karton ist also noch ein kleiner Karton drin. Und in dem kleinen Karton ist dann hier endlich die ungeschnittene Saw 10 Film Collection 20th Anniversary Edition Uncut Box. Die habe ich in dem anderen Video ja schon mal ausgepackt, die habe ich aufgemacht, ich habe innen drin das Booklet gezeigt, ich habe die Discs gezeigt. Das ist ein richtig genialer Pappschuber gewesen, richtig fett, richtig brutal. Hier steht auch alles nochmal dabei. Immer wenn was unrated ist, unrated oder Director's Cut, das ist auf jeden Fall also so, wie ich es haben möchte. Deswegen bestellt am besten einen Film aus Österreich, wenn ihr irgendwas haben wollt. Richtig fett im Original, weil alles andere kannst du vergessen. Da ist eh alles weggeschnitten. Seid ihr Saw-Fans? Habt ihr schon mal Saw gesehen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann habe ich hier was. Ich bin nämlich jetzt auf den Prime-Zug mit aufgesprungen. Habe letztens gesehen bei eBay Kleinanzeigen, also ich mag die Flaschen. Das Getränk mag ich jetzt nicht so sehr, aber ich finde die Flaschen irgendwie cool und wollte die jetzt sammeln. Jetzt habe ich gesehen, bei eBay Kleinanzeigen war eine, die hatte die 3 Fußball-Primes angeboten. Die hat sie aber gerade die Vorrede gehabt, die wollte sich melden, wenn sie die wieder bekommt. In der Zwischenzeit gab es ja dann das FC Bayern Prime im Netto, was ich mir geholt habe, getestet habe. Jetzt habe ich gesehen, plötzlich ist auch das Arsenal Prime beim Netto gewesen. Fehlt also nur noch das Barcelona Prime. Dann habe ich bei eBay Kleinanzeigen wieder was gesehen, dass einer für 20 Euro eine gelbe Flasche verkauft. Ich dachte, krass, muss ich haben. Habe ich aber auch im Netto gefunden. Wieder eine neue Sorte. Also da werden Videos noch kommen zu Arsenal und zu dieser gelben Flasche erstmal. Und dann habe ich jetzt hier was. Da habe ich im Internet bestellt. Da habe ich bei eBay Kleinanzeigen bestellt. Da habe ich überall bestellt. Was habe ich überhaupt bestellt? Wir müssen das mal hier irgendwie aufmachen.
wenn wir hier reingucken, sehe ich zwei sogar mit einen gratis Beutel dazu bei jeder Bestellung. Das ist doch richtig cool. Hä? Ach so, das war's schon. Da ist gar nichts drin. Fake. Hatte ich nicht zwei bestellt? Nee, er wollte mir zwei verkaufen. Ich habe gesagt, mir reicht eine. Einfach eine für ein Tasting. Und da habt ihr jetzt wieder eine Flasche Prime, aber UFC 300 Prime mit Gold. Beim Tasting werdet ihr genau erfahren, was das ist. Was mir aber jetzt schon auffällt, die Böden bei den Flaschen sind überall gleich. Sind überall gleich. Bei der ist der Boden komplett anders. Sieht irgendwie scheiße aus, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich sammle die doch, aber das, weil das alles hier im deutschen Raum bei uns war. Und das ist dann, ja, das sind halt importierte aus Amerika oder sonst was. Und dann haben die wieder eine ganz andere Form, einen ganz anderen Boden. Finde ich schade, also ich werde wohl doch dann eher warten bei allen anderen Sachen ab jetzt. Ich schwöre auf alles, ab jetzt warte ich, bis die Sachen bei uns landen. Und was bei uns nicht landet, das habe ich dann halt nicht. Oder falls ich doch irgendwo einen Schnapper sehe, mache ich das. Weil hier für ein, so eine Flasche habe ich 10 Euro bezahlt, während du ja normalerweise 1,99 Euro bezahlst. Aber das ist ja auch diese Ultra Rare UFC 300 Prime. Dann haben wir hier das nächste Paket. Da musste ich leider auch schon reingucken. Hab das auch schon irgendwie aufgemacht. King of Candy. King of Candy Gutschein. 10% Rabatt auf die nächste Bestellung mit dem Code COMEBACK. Also könnt ihr ja mal nutzen, dann kann ich nämlich nichts mehr machen. Und was haben wir jetzt hier drin? Ein was ist mir aufgefallen. Ich habe schon mal Metamoon von Prime probiert, getestet, aber damals habe ich die Flasche abgegeben und 25 Cent Pfand bekommen. Das heißt, in meiner Sammlung hat wieder die Metamoon Prime Flasche gefehlt, und weil ich dort auf der Seite was anderes bestellt habe, habe ich mir die auch gleich nochmal gegönnt. Metamoon Prime ist also auch am Start. Und dann habt ihr, ihr seht es wieder an dem hässlichen Boden, das ist wieder der hässliche Boden wie bei UFC, eine Glowberry Prime Flasche. Die gibt es auch in zwei verschiedenen Editionen. Es gibt nämlich die normale Glowberry. Und dann gibt es die Glowberry in der Holo-Version, die halt einfach wie 3D-Effekt hat, wenn du dir die anguckst. Aber die gibt es wohl auch nicht bei uns. Ich weiß nicht, ob die jemals zu uns kommen würde. Ich habe auch gleich zwei Stücke mitgenommen. Ist eine andere Flasche, aber gehört trotzdem zur Prime-Familie. Dann, eine Sorte habe ich gesucht. Das muss ich mache jetzt erstmal das Große hier an der Seite auf. Bevor wir zu dem Kleinen kommen, denn das Kleine hat auch wieder eine Geschichte. Das Große hier ist, da steht Eurostock drauf. Da habe ich einen super netten Herrn bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Der hat für 1,50 Euro Prime-Flaschen verkauft. Und der hat eine Sorte gehabt, die ich auch noch nie hatte und die auch sehr rar ist, überall ausverkauft. Und zwar das Orange Prime. Jetzt denkt ihr, Orange ist doch aber nichts Besonderes. Aber der hatte einfach Prime Orange. Was ich sonst nirgendwo gefunden habe. Und der hat gesagt, naja, der Versand kostet eh so und so viel. Ob da nun eine Flasche drin ist oder 10, weil das eh Päckchen ist. Und da habe ich gesagt, okay, komm, dann nehme ich einfach gleich nochmal ein paar mit. Und habe ja nochmal einen Karton voll Prime-Flaschen mitgenommen. Ihr habt jetzt also nochmal Metamoon, dass ich nochmal merke, wie die schmeckt. Pack die hier rüber. Wir haben nochmal Eispop am Start von Prime. Müsstet ihr ja auch kennen. Dann habe ich eine zweite Metamoon, weil meiner Meinung nach die trotzdem irgendwie schon ein bisschen seltener und besonderer ist. Alle anderen habe ich irgendwie einmal noch genommen, weil der halt so gute Preise hatte. Strawberry, Watermelon. Und dann haben wir hier Tropical Punch. Das ist rot, das ist nicht orange, das ist rot. Tropical Punch. Dann haben wir Blau, Blue Raspberry. Auch nochmal dabei. Weil ich bekloppt bin, haben wir nochmal hier die Lemon Lime in grün. Und jetzt kommt's, pass auf, seht ihr das? Orange. Das ist Orange. Die wurden von der Stückzahl her für 8 Euro bei manchen Seiten verkauft. Und dann hast du da fast nochmal 10 Euro Versand gehabt. Eine haben die verkauft für 30 Euro so eine Flasche. Und dann sehe ich eh, er hat oranges Prime für 1,50.
Orange. Habe ich gedacht, schnappst du zu? Und weil der war wirklich nett, der Herr, der war wirklich richtig gut drauf. Alles cool. Habe ich mich gefreut, da so einen Kontakt zu haben. Habe ich eben gleich zwei von den Orangen genommen, weil die ja eben so besonders sind. Was noch besonders ist, ist das letzte Päckchen von KKB Sweets and More. Da habe ich auch bestellt. Das wurde mit Hermes geliefert. Dann stand da, tut uns leid, ihr Paket ist nicht auffindbar. Dann sollte ich mich an Hermes wenden. Hermes hat eine Verfolgung aufgenommen von dem Paket, von dem Kurier, von allem. Sie wussten nicht, was los ist. Sie haben das weitergereicht. Ich sollte mich mit KKB Sweets nochmal kurz schließen. Die haben gesagt, sie haben eine Recherche eingeleitet. Das ist nicht auffindbar, das geht nicht, ich soll warten, das braucht Zeit, die brauchen Geduld. Ich hatte Angst, dass in der Zeit die Sachen, die ich bestellt habe, im Shop ausverkauft werden und ich gar keine Möglichkeit mehr habe, das dann zu kriegen. Dann habe ich trotzdem PayPal-Fall eröffnet, Druck gemacht und dann kamen die und haben gesagt, okay, hier, Hermes hat's kaputt gemacht, wir liefern dir Ersatz und jetzt, ich muss es nicht nochmal bestellen und nicht nochmal bezahlen, die haben mir jetzt den Ersatz geliefert. Aber hier habe ich noch gar nicht reingeguckt. Ich hoffe, da ist jetzt das drin, was ich bestellt hatte beim ersten Mal, was verschwunden ist. Das DBD-Paket mit der Sawbox ist verschwunden. Ersatz wird geliefert, verschwindet auch, taucht dann aber wieder auf. Das Hermes bestellte ist verschwunden und plötzlich wird Ersatz geliefert. Und ich hoffe, der Ersatz, der passt jetzt und der schmeckt jetzt. Und ich sehe... Ich sehe schon wieder hier unten die zwei hässlichen Böden. Das heißt, das sind wieder Special Editions aus Amerika. Irgendwie hier Austin Matthews Prime. Guckt euch das an. Das habe ich auch bei uns noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es das bei uns mal gibt. Das Austin Matthews Prime in der Penisflasche. Stellen wir mal hier rüber. Und als letztes natürlich das LA Dodgers Prime. Das auch noch, aber leider halt auch in der hässlichen Flasche. LA Dodgers Prime. Die habe ich jetzt alle hier. Ich habe natürlich noch mehr Sorten und noch mehr Flaschen, die ich schon getestet habe, die ich gesammelt habe. Aber es sind letztens irgendwie, weil gerade ist Umzugsstress. Und es sind irgendwie ein paar Flaschen hinter den Kühlschrank gefallen, die da jetzt liegen. Da muss ich irgendwann mal meine ganze Sammlung zeigen, was ich da jetzt habe. Wie findet ihr Prime? Habt das schon mal probiert? Wie gesagt, das Getränk an sich ist jetzt nicht so toll. Ich teste die neuen Sorten immer, weil mir die Flaschen gefallen. Meistens bin ich enttäuscht. Ich würde auch nicht sagen, kauft euch Prime, das Beste, was es gibt, würde ich niemals sagen, weil es ist halt einfach nicht so. Ich finde die Sorten aber interessant, gerade wenn ich Wrestling-Fan bin und gucke Wrestling und dann kommt jedes Mal Paul Logan rein oder Logan Paul oder Paul Phoenix, genau, da kommt der da rein im Ring mit seinen Prime-Flaschen und WrestleMania ist Werbepartner von Prime und als Wrestling-Fan sage ich mir dann, finde ich das trotzdem irgendwie cool, irgendwie kultig und möchte halt so die Flaschen sammeln einfach. Auch wenn das nicht das beste Getränk ist, ist trotzdem ja ohne Zucker, es scheint wohl irgendwie doch gesund zu sein, aber es schmeckt halt einfach nicht. So. Also, es gibt noch Schlimmeres natürlich und nochmal ein, was muss ich auch noch loswerden. Ich weiß, verstehe nicht, wieso Leute mal sagen, DHL ist ein Sauhaufen, weil DHL ist für mich der beste Zusteller, wenn es um Briefe, Pakete, Post allgemein alles geht. Ich habe noch nie Probleme mit DHL gehabt, aber alles andere ist immer der gleiche Mist. Du rennst hinterher, Sachen verschwinden, keine Ahnung, unfreundliche Leute, alles nur Rotz. Also egal ob DPD, Hermes hin und her, immer nur schlechte Erfahrung. DHL, beste. Ist aber wahrscheinlich auch das teuerste, die anderen sind günstiger, deswegen greifen immer mehr Leute zu den günstigen und dann müssen sie es 3, 4, 5 Mal schicken, bevor sie überhaupt ankommen. Das ist also auch sinnlos. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und ich freue mich schon auf meine neuen Prime Tastings. 1,50 Euro für die Flasche. Das war ein Schnapper. Jetzt habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was hinter mir so rumraschelt. Weil immerzu, ich habe den Karton ja neben mich gestellt und es raschelt rum. Was raschelt rum? Guckst du hin? Hat sich die Katze... Adi, Schatz. Hat sich der Adi schon wieder in den Karton gehangen und sich's bequem gemacht. Was? Wo? Keiner da? Gut, ich hab schon gedacht. Adi, Schatz! Das ist aber schön. So, den Adi können wir schon mitnehmen. Der ist schon eingepackt im Umzugskarton. Hoppa! Oh, da ist die Molly. Guck. Da ist die Molly.
Und da ist der Jonas. Jonas! Jonas, Schatz! Wir müssen das Video beenden. Die wollen alle an mein Prime. Das kann ich nicht zulassen. So, peace out, vorhauen.